alle bereit? Ja, genau. Dann warten wir noch, bis die Kamera bereit ist. Schon genug. Durch, wie das ungefähr alles funktioniert. Das Ganze fängt an mit einer Einstellung von der Success Wand. Als Close-Up fährt das Auto langsam rein. Quasi auf Kommando von Simon, steigt aus dem Auto aus. Und dann verschwindet ihr mit Simon geht als erstes in die Tür, ihr habt noch die Waffen, schaut nochmal kurz. Ja, bis wieder Liebhaber wein, sind wir mit uns und unserer Tour doch eigentlich voll im Rhein. Reißlein gibt's kein, Schleudersitz ist ausgebaut, süchtig nach dem Sonnen und deshalb wird der jetzt da weggeklaut. Haben ganz, ganz, ganz kurze Beine, stehen im Rhein. Der Hintergrund von dem Konzept war von vornherein, klar, wir hatten ja die Angabe, dieses Ganze ein bisschen drollig, ein bisschen gangstermäßig zu gestalten. Und da ist mir eigentlich gleich, wo mir die Idee gekommen ist, auch direkt die Location, an der wir uns hier gerade befinden. So ein altes Industriegebiet mit vielen Graffitis eingefallen, wo wir dann darum die Story gebaut haben. Also quasi das Fundament für das Ganze war eigentlich von Anfang an die Location, um dann zu sehen, wie man was einbauen kann und wo. Das wird für euch drei, also die Tänzerin und Simon von... Ja, ich habe mit Dimitri schon mehrmals Projekte für die Hochschule gemacht und dann sind wir mal auf die Idee gekommen, auch die Studenten mit einzubinden. Also ich habe mit meiner Produktionsfirma quasi Videos für die Hochschule produziert und dann haben wir mal drüber gesprochen und gemeint, ja, jetzt könnten wir ein Thema Musikvideo machen und mit den Studenten quasi ein Making-of-Team gründen und ein Produktionsteam für das Hauptvideo. Genau, so ist es zusammengekommen dafür. Marcel ist mein Student, also er ist auch Fresenius-Student und als wir zum ersten Mal vor einem halben Jahr uns entschieden haben, das gemeinsam zu machen mit Studenten, war es sehr, sehr riskant, aber es entstand ein ganz, ganz tolles Video und auch ein wunderbares Making-of, was bestimmt auch jetzt der Fall sein wird. Und wir sind beide zufrieden, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Halunke, Schlitzohren, Langfingern, tu nicht gut. Und ein Second-Hand-Singer, falscher 50er mit Leasing-Vertrag. Das ist halt so bei diesem Beating. Ich fand den Dreh super, super krass. Es war wirklich einer der spektakulärsten, wenn nicht der spektakulärste Dreh für uns als Projekt. Es war super nice organisiert. Jeder hatte seine Aufgabe. Es war ein straffer Zeitplan, aber dafür hat es umso mehr Spaß gemacht. Und ich glaube, das Ergebnis sagt alles. Also der beste Moment war dann, als der Pizzamann kam und der Bierkasten angefangen hat, also als wir den Bierkasten leeren durften. Nein, der ganze Tag war super nice. Es waren super viele Highlights dabei und für mich als Künstler und für uns als Projekt mega spektakulär. Wir haben die Möglichkeit, dass es junge, engagierte Studenten gibt, die uns da helfen und Jackpot, hätte ich gesagt. Hey, hey, hey.